heute eine spannende Partie. Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Jetzt müssen sie aufpassen. Gündogan mit dem Ball. Er versucht's. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Ruben Dias spielt mit Aymeric Laporte in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm ist Erling Haaland. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Die Reaktion von City, die muss jetzt kommen. Rückstand. Und Kevin De Bruyne. Er ist vorne. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ball kommt nicht durch. Er macht zu. Die Ecke kommt. Sie geben Mbappé viel Raum auf außen. Jetzt Neymar. Messi muss es machen. Klasse aufgepasst vom Torwart. João Cancelo. Wenn wir uns die dominanten Clubs in Europa anschauen, Buschi, dann gehört PSG auf jeden Fall dazu. Absolut, Wolf. Und das dürfte auch in den kommenden Jahren so bleiben. Man hat da aus dieser kleinen Krise Anfang des Jahrtausends gelernt. PSG lauert auf die Chance. Neymar. Stark gearbeitet. Und jetzt Verratti. Ballverlust PSG. João Cancelo. Grealish. Grealish. İlkay Gündoğan. Ist das der Ausgleich? Der Ball geht an den Pfosten. Nuno Mendes. Strafwürdige Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Jetzt zieht er die gelbe Karte. Buschi? Vertretbare Entscheidung für mich. Das muss er anders lösen. Messi. Ederson hält. Neymar mit der Ecke. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Er bringt den Ball nicht raus. Der Volley. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Message for Jay Cheetham. Hello Jay. Celebrating your birthday. Happy birthday, Jay. City verliert den Ball. PSG in der Offensive. Gefährlich jetzt. Torhüter muss nicht eingreifen, der Ball fliegt über das Tor. Oh, ein Eigentor. Wir schauen uns dieses Eigentor hier nochmal in der Wiederholung an. Das ist bitter. Da kommt eins zum anderen, ist unglücklich. Ja, anders kann man es nicht beschreiben. Das muss er jetzt abhaken. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Lionel Messi. Ball ist bei Mbappé.
PSG gibt hier bislang klar den Ton an in dieser Begegnung, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Er kann erstmal klären. Foden. Ball bei Haaland. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Das machen sie gut. De Bruyne hat einige Optionen. Kein Problem für Donnarumma. Achraf Hakimi. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Joao Cancelo. Kurz vor der Pause können wir schon mal ein erstes Fazit ziehen. Gutes Spiel bislang von PSG. Sie sind deutlich vorne. Zwei Tore Führung, es läuft. Man sieht immer wieder, sie sind diesen Tick schneller, kreativer, gefährlicher. Also es deutet alles auf einen Sieg hin. Kylian Mbappé, Lothar. Messi, Riesenchance. Jetzt sind sie hier schon mit dreien vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Ganz knappes Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute oben drauf. Ballverlust Manchester City. Pause, wir hören es. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Anpfiff zu Hälfte 2, City ist klar hinten, die Aufgabe ist also klar. Eine Aufholjagd muss her, sonst gibt das hier eine Niederlage. Fabian. Da verliert PSG den Ball. Mahrez. Ball bei Haaland. İlkay Gündoğan. Am Ball Kyle Walker. Gündoğan! Damit lässt er sich nicht überwinden. Kurzer Eckball. Gündoğan. Da ist Donnarumma da, macht sich lang. Ball kommt von Mahrez. Er wehrt die Ecke ab. Riyad Mahrez. Paris Saint-Germain jetzt wieder am Ball. Messi. Der war knapp drüber. Gelb gibt es hier auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Klasse Technik. Achraf Hakimi gibt Einwurf.
Manchester City erhält den Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Und jetzt Gündoğan. Grealish. City verliert den Ball. Auf außen wäre Platz für Hakimi. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Ilkay Gündoğan. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Wichtig! Er holt den Ball. Grealish. Haaland. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Kyle Walker. Versucht per Volley. Parade kommt, aber weiter Gefahr. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schläft die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Tolle Szene, wir sehen uns die Wiederholung nochmal an. Erst die Parade, schön gehalten, aber der Ball bleibt eben gefährlich, bleibt heiß und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Und stark von Messi. Messi muss es machen. Das war eng. Nun De Bruyne. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Erling Haaland. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Joao Cancelo. Klasse Pass. De Bruyne verliert den Ball. Klare Führung für PSG in diesem Spiel, in dem wir so langsam dem Schlusspfiff entgegengehen. Da kann nichts mehr passieren. Dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Es gibt keine gelbe Karte, aber völlig klar. Noch so eine Nummer und dann ist es soweit. Das macht er sehr gut. Jetzt ist Platz für den Konter. Oh, da ist er durch. So, das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Grealish. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Das war die Chance, Buschi, aber macht nichts draus. Nee, und den muss er machen. Das muss er cleverer lösen. Das kann er viel besser. Ballverlust PSG. Lionel Messi. Jetzt ist der Platz da. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Messi zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Überragende Leistung mal wieder.
des Argentiniers. Goal 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. De Bruyne am Ball. De Bruyne am Ball. Nun De Bruyne. Mahrez. Haaland. Tolle Parade hier von Donnarumma. PSG mit dem Wechsel. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Kein Problem, der Torwart ist da beim Eckball. Ball wird abgefangen. 3 Minuten beträgt die Nachspielzeit. Haaland. Joao Cancelo. City verliert den Ball. Freistoß jetzt für Manchester City. Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas ohne Verwarnung übersteht. Da müssen schon andere Freistöße kommen, damit es da wirklich gefährlich wird. Da kommt der Schlusspfiff. Paris Saint-Germain hat also gewonnen. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung. Starker Auftritt natürlich von Lionel Messi. Wie hast du ihn gesehen? Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Megaleistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel, aber so jemanden aus dem Spiel. Die Runde ist eröffnet. PSG hat angestoßen. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Jetzt sieht er die gelbe Karte. Buschi, vertretbare Entscheidung. Oh, ein Eigentor. Kylian Mbappé-Lotin. Messi, Riesenchance. Jetzt sind sie hier schon mit 3 in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Ball kommt von Mahrez. Auf außen wäre Platz für Hakimi. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Versucht per Volley. Parade kommt aber weiter Gefahr. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schläft die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darf... Jetzt ist Platz für den Konter. Lionel Messi. Jetzt ist der Platz da. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Messi zum ersten, zum zweiten. Oh.